So schießt sie schon an, Velofahren, hä? Ich kann nur Gas geben. Also schaut. Es gibt keine guten Velofahrer, es gibt einfach Velofahrer, die weniger stressen als andere. Und ich meine, weil die so schmal sind, weil sie zwei Räder haben, haben das Gefühl, die können einfach machen, was sie wollen. Ja, Velofahrer können alles machen, was sie wollen. Ja. Wenn du ein Auto hast, ich habe ein Auto, ich bin so mächtig, ich habe vier Räder. Nein, es ist einfach sehr mühsam. Dann hast du einfach mal einen Velostreifen und dann kommt einfach ein Auto und steht drauf. Ja, genau. Wie genau soll ich da durchkommen, du Doppel? Hä? Ja, was hast du das Gefühl? Hast du das Gefühl, habe ich da Platz? Doppel, hä? Ich glaube, hätten wir einen Veloweg, würden Velofahrer und Autofahrer sich nicht so in die Quere kommen. Wenn Velofahrer in der Mitte der Straße fahren, du kannst du nicht überholen, weil du Gegenverkehr oder weil die Straße so eng ist. Du kannst nichts machen. Aber mitten auf der Straße. Ja, voll geil. Jetzt mal Spass beiseite. Es ist hure gefährlich, wenn die Velofahrer kommen sie da irgendwie voll Karacho so schnell wie es geht den Hügel runter. Sehen dich zwar, denken ja, schießt mir an zum Bremsen. Ich fahre jetzt einfach trotzdem mal noch in die Kreuzung rein. Du willst, oh mein Gott, du willst sterben, oder was? Ohne Scheiß, von der Verkehr ist easy gefährlich als Velofahrer. Ja, Rechtsvortritt, gell? Hast du auch schon mal etwas von Rechtsvortritt gehört? Wie hast du deinen Brief gemacht? Bist du nicht der von Easy? Wenn du gerne Verkehr hast, dann abonniere Easy auf YouTube.